Всем привет, мои хорошие! Мы продолжаем учить немецкий язык. Сегодня у нас на очереди седьмая глава книги «Ты Лацтакус». И, как обычно, мы сначала слушаем аудио, потом переводим текст. Поехали! Kapitel 7. Mittwoch, 12. Mai, am späten Nachmittag. Philipp erzählt Aische, was ihm auf der Straße passiert ist. Sie entschließen sich, zur Polizei zu gehen. Ein junger Polizeibeamter nimmt Philipps Personalien auf. Der Polizeibeamte macht sich Notizen über den Vorfall. Gab es Zeugen? Ja. Philipp überreicht die Visitenkarte des Fußgängers. Gut, den werde ich später befragen. Herr... Der junge Polizist schaut in seine Notizen. Herr Zufall, Sie haben den Verdacht geäußert, dass der bisher noch unbekannte Autofahrer oder die unbekannte Autofahrerin Sie mit Absicht umfahren, ja tödlich verletzen wollte. Können Sie Ihren Verdacht begründen? Oder kann es sich wirklich nur um einen, entschuldigen Sie, Zufall handeln? Ein betrunkener Autofahrer? Zufall. Zufall, sagt Philipp. Natürlich. Alles ist möglich. Aber hören Sie, im April wurde ich Zeuge eines Banküberfalls. Der Bankräuber hat gedroht, mich zu töten. Er muss mich kennen, beziehungsweise ich ihn. Seit dem 30. April fühle ich mich beobachtet. Und dann heute dieser Zwischenfall. Das nächste Mal hat er vielleicht mehr Glück. Bitte, unternehmen Sie etwas. Der junge Polizist guckt Philipp noch immer ungläubig an. Glauben Sie mir, wir tun, was wir können. Wir suchen zuerst die Person, die es angeblich auf Sie abgesehen hat. Haben wir den Halter des Wagens, ist das Problem vielleicht gelöst. Es dürfte nach Ihrer Beschreibung und nach der Beschreibung durch den Zeugen nicht allzu schwer sein, das Auto zu finden. Im Moment können wir nicht mehr tun, leider. Wir melden uns bei Ihnen, wenn wir mehr wissen. Wir rufen Sie an. Nachdem Philipp das Protokoll unterschrieben hat, verlässt er mit Aische das Kommissariat. Sie sind enttäuscht. Sie hatten mehr Hilfe erwartet. Ach, das hätte ich fast vergessen. Das ist für dich, meine Liebe. Erst gibt Philipp seiner Freundin einen Kuss, dann die Pralinen. Вот такая вот короткая глава. Ну что, поехали переводить? Итак, Mittwoch, 12. Mai, am späten Nachmittag. Среда, 12 мая, поздним вечером. Поздней второй половины дня. Филипп erzählt Aisha, was ihm auf der Straße passiert ist. Филипп рассказывает Aisha, что с ним на дороге произошло. Sie entschließen sich, zur Polizei zu gehen. Они решают пойти в полицию. Ein junger Polizeibeamter nimmt Philipps Personalien auf. Один молодой полицейский работник принимает персональные, это типа данные, да, данные Филиппа. Der Polizeibeamte macht sich Notizen über den Vorfall. Работник полиции делает себе записи, да, пометки о инциденте. Vorfall, инцидент. Gab es Zeugen? Были свидетели? Ja, да. Philipp überreicht die Visitenkarten des Fußgängers. Philipp передает визитную карточку пешехода. Gut, dann werde ich später befragen. Хорошо, его я позже опрошу. Herr, der junge Polizist schaut in seine Notizen. Herr Zufall. Ну, господин, молодой полицейский смотрит свои записи. Господин Zufall. Ну, забыл фамилию. Sie haben den Verdacht geäußert, dass der bisher noch unbekannte Autofahrer oder die unbekannte Autofahrerin sie mit Absicht umfahren, ja tödlich verletzen wollte. Вы выражаете подозрение, что до этого еще неизвестный водитель или неизвестная водительница вас с намерением на вас наехала, чтобы смертельно повредить, да? Который, ну, чтобы, да. чтобы смертельно вас повредить.
Können Sie Ihren Verdacht begründen? Можете ли вы ваше подозрение обосновать, begründen? Oder kann es sich wirklich nur um einen, entschuldigen Sie, Zufall handeln? Или может это действительно только, извините, ну, имеется в виду, он извиняется, что он его фамилию сейчас назовет, извините, случайность, ну, как бы случайно произойти, да? Случайно случиться, да? Или действовал он случайно? Ein betrunkener Autofahrer, например, ну, какой-то пьяный водитель. Zufall, Zufall, sagt Philipp. Случайность, случайность, говорит Филипп. Natürlich, alles ist möglich, aber hören Sie. Конечно, все возможно, но послушайте. Im April würde ich Zeuge eines Bankräuberfalls. В апреле был я, ну, стал я свидетелем одного ограбления банка. Der Bankräuber hat gedroht mich zu töten. Грабитель банка мне угрожал меня убить. Er muss mich kennen, beziehungsweise ich ihn. Он должен меня знать, или я его. Seit dem 30. April fühle ich mich beobachtet. С 30 апреля я себя чувствую, что, я чувствую, что за мной наблюдают. Und dann heute dieser Zwischenfall. И затем сегодня это, ну, это происшествие. Das nächste Mal hat er vielleicht mehr Glück. В следующий раз, возможно, он будет иметь больше счастья. Bitte unternehmen Sie etwas. Пожалуйста, предпримите что-то. Der junge Polizist guckt Philipp noch immer unglaublich an. Молодой полицейский смотрит все еще, ну, невероятно, да, на Филиппа. Не может в это поверить. Glauben Sie mir, wir tun, was wir können. Поверьте мне, мы делаем, что мы можем. Wir suchen zuerst die Person, die es angeblich auf sie abgesehen hat. Мы сперва ищем, найдем, ну, будем искать персону, человека, который якобы angeblich за вами наблюдает. Haben wir den Halter des Wagens, ist das Problem vielleicht gelöst. Если у нас будет хозяин машины, ну, если мы его знаем, тогда будет проблема, возможно, решена. Es dürfte nach Ihrer Beschreibung und nach der Beschreibung durch den Zeugen nicht allzu schwer sein, das Auto zu finden. Это, ну, это может после вашего описания и описания свидетеля не так тяжело, ну, тоже несложно быть эту машину найти. Im Moment können wir nicht mehr tun, leider. В данный момент мы больше не можем ничего сделать, к сожалению. Wir melden uns bei Ihnen, wenn wir mehr wissen. Мы свяжемся с вами, если мы больше будем знать. Ну, как мы только больше узнаем. Wir rufen Sie an. Мы вам позвоним. На этом Филипп das Protokoll unterschreiben hat, verlässt er mit Aisha das Kommissariat. После того, как Филипп подписал протокол, они покинули с Айшей комиссариат. Sie sind enttäuscht. Они разочарованы. Sie hatten mehr Hilfe erwartet. Они ожидали большей помощи. Ach, das hätte ich fast vergessen. Ach, чуть ли не забыл. Das ist für dich, meine Liebe. Это для тебя, моя любовь. Es gibt Philipp seine Freundin einen Kuss, dann die Pralinen. Сначала он целует свою подругу, а потом дает ей пролены. Так, на этом глава закончилась. Прошу прощения за мой голос, я еще только недавно проснулась. Так, сноски. 38.
Aber Zwischenfall, nur это происшествие. Прослухе – unangenehmes Ereignis. Неожиданное, неприятное событие. Ну, происшествие. Unglaublich – это mit großem Zweifel, с большим подозрением. Zweifel, подозрение. Und 40 – angeblich – это якобы, noch nicht sicher, еще не уверенно. Здесь, в данном случае, nach Ihrer Aussage, после вашего заявления. Итак, на этом глава закончилась. Интересно, что же будет дальше. Я желаю вам хорошего дня и увидимся с вами в следующей главе. Пока-пока!